Den 27. April, es ist 23:36 Uhr, der 27. April 2022, 23:36 Uhr, und wir sind wieder zurück in der Einöde von Mad Max. Beim letzten Mal haben wir hier bei Deep Fryer aufgehört, wo wir auch jetzt weitermachen wollen, aber ich habe ja herausgefunden, dass wir von Pink Eye ja noch dieses eine Fotorelikt bekommen haben. Wo man herausfinden muss, wo man da den stärksten Reifen im Spiel herbekommt. Und naja, ich habe jetzt gerade in dem Video nachgeguckt und habe mir die Schön. Location hier notiert. Ich Und meine, natürlich, eigentlich sind schon seit mehreren Stunden im Spiel und haben was von ganz alleine gefunden. Also, ja, also, ihr wisst das wie nicht, aber wir sind gerade offscreen so ungefähr so 26 Stunden hier rumgefahren. Und ich bin gegen die Wand gefahren. Oh Gott. Stell dir vor, das wäre so wie bei GTA, wenn du an der falschen Stelle halt andockst und das Auto erstmal durch die halbe Welt fliegt. Ja, und was soll man sagen? Seit der letzten Aufnahme ist wieder einiges passiert. Eigentlich hauptsächlich beim. Wobei bei mir ist auch, glaube ich, einiges passiert seit der letzten Aufnahme. Zumindest weiß ich nicht, ob ich in der letzten Aufnahme schon wusste, dass ich wahrscheinlich auch Ende des Jahres umziehen werde. Ich habe keine Ahnung, ob ich es erwähnt habe. Aber ja. Und ja, du hast aber auch ein paar Sachen erlebt. Beziehungsweise auch. Aber fang du jetzt mal an, weil du weißt, der schweift immer so ein bisschen ab. Also, ich lass dir mal den Vortritt. In der Tat. Naja, was soll ich sagen? Also, ich wohne ja aktuell noch in der WG und ich hatte ja sowieso den Plan, aus dieser WG dann irgendwann auszuziehen. Und da hat es sich ergeben, dass in dem Haus, in dem Mietshaus, wo ich ja Mitvermieter bin, ein Platz frei wurde von einer Wohnung, die relativ groß ist, relativ beliebt auch. Also dieser Mieter, der da rauszieht, der hätte theoretisch schon mehrere Nachmieter gehabt. Aber da ich natürlich der Vermieter des Hauses bin, theoretisch, habe ich natürlich den ersten Anspruch auf diese Wohnung, und da habe ich gesagt, die nehme ich. Und ja, es ist eine sehr, sehr coole Wohnung. Ich freue mich, dass ich endlich in eine eigene Wohnung, sage ich mal, ziehen kann. Es ist eine sehr, sehr coole Erfahrung, in der WG zu leben. Ich will diese Zeit nicht missen. Aber ich wohne jetzt mittlerweile seit, ich glaube, 6 Jahren in der WG. Und jetzt ist aber irgendwann gut. Und ich freue mich auf jeden Fall auf das, was da kommt. Also, wir haben ja jetzt erst den 27. April. Das Ganze wird wahrscheinlich so Mitte August stattfinden. Also es wird noch ein bisschen sein bis dahin. Und wann war das bei dir? Ich glaube, der September war das bei dir, ne? Da hat der Grievous eine ähnliche Sache, die ihm passiert. Aber er zieht jetzt nicht wirklich freiwillig aus, so wie das bei mir ist, sondern er ist ein bisschen dazu gezwungen. Und jetzt kannst du gerne mal erzählen, was du so in Erfahrung gebracht hast vor kurzem. Also sprich, gestern hatte ich halt eine nette Post im Briefkasten, also sprich halt vom Arbeitsamt, dass ich endlich am 9.5. Termin habe wegen Beratungsgesprächen und sonstigen und Wohngeld, dass es endlich mal vorwärts geht. Dann war halt noch ein Zettel dabei von meinem Vermieter. Ja, und da würde ich sagen, ich wurde aus der Wohnung herausgeschmissen. Von heute auf morgen, ohne Sie. Vorwarnung, weil die Mieter unter mir, Ich also bin sprich irgendwie von die Pink Eye Folder. Eltern, werden halt immer mehr zur Pflege fallen. Und da will sie halt bei ihnen sein. Also sprich, wohne halt ich und mein Nachbar von heute auf morgen halt herausgeschmissen. Wir sollen jetzt bis zum 30. September raus sein aus der Wohnung, weil eine Wohnung zieht der Vermieter ein, die I'll anderen werden save dann halt Parker, but while you Pfleger von take care externen of halt business. reinkommen, die halt unweit extra bezahlt werden. Und ja, da sprich, meine Mutter hat da Gott sei Dank noch eine Wohnung frei. Also so gesehen, sie wohnt da größtenteils hinterher bei ihrem Lebensgefährten und halt auf der Pferdekoppel, halt entweder da oder da. Und die eigene Wohnung wird für die genutzt. Und wenn das jetzt halt alles klappt mit Wohngeld, was ich am 9.5. halt erfahren werde, werde ich halt diese Wohnung bekommen, weil ansonsten sieht das sehr, sehr schlecht aus. Ihr könnt euch ja vorstellen, also jetzt aktuell ohne Arbeit, Autist und ohne Wohnung, das kann Genickbrecher sein. Weil im Endeffekt die Wohnung, wo ich jetzt halt hoffentlich reinkommen werde, hat jetzt knappe 50 Quadratmeter, hat auch wieder eine Badewanne, also schlicht, ich werde erstmal seit 2016, dass ich eine Badewanne benutzen könnte, aber dazu halt auch Balkon und Garten. Und würde jetzt halt insgesamt 500 € halt kosten mit allem drum und dran.
Das Problem ist halt, dadurch, dass ich gerade quasi von meinem Krankengeld gerade mal 200 Euro übrig habe. Also, ich könnte es mir leisten, aber dann wäre vom Geld null übrig. Also wirklich gar nichts mehr. Nichts für private, nichts für auch mal 30 Euro im Monat mehr für Essen ausgeben. Also wirklich gar nichts mehr. Es sei denn, ich kriege halt diesen von der Wohngeldstelle, dass die halt mit zumindest einen Teil der Wohnung bezahlen und da vielleicht auch die Wohnung bezahlen aufgrund der halt besonderen Umstände. Weil. Muss mir vorstellen, wenn ich jetzt so ein richtig zerrüttetes Verhältnis zu meiner Mutter habe, also die würde mich jetzt hassen, oder die wäre tot oder sonst was, dann wickelst du wahrscheinlich auf der Straße. Weil ich hätte ja ohne Behindertenausweis nicht mal mehr einen Anspruch auf hier Aufnahme in so einer hier Behindertenanstalt oder sonst was oder Notfallunterkunft. Ja, dann wäre ich jetzt halt mit so einem Rauschebart wie Maxi im Penner auf der Straße. Von heute auf morgen. Aber ja, von heute auf morgen ist ja auch wieder eine Lüge, ne? Also, zum einen mal muss ich sagen, ich finde es prinzipiell nicht verwerflich, als Vermieter zu sagen, okay, ich benötige das jetzt für mich selbst, es ist ja schließlich immer noch sein Haus, wenn es eben so ein Grund ist, wie es jetzt in diesem Fall ist, ne? Dass es ja für seine pflegebedürftigen Eltern ist und da dementsprechend auch in die andere Wohnung Pflege einziehen müssen. Oder Leute, die sich eben um diese Leute kümmern. Und das ist vollkommen okay. Es gibt das ja auch in anderen Fällen, dass die Vermieter dann eben Eigenbedarf anmelden und dann diese Häuser oder sonst was an irgendwelche reichen Wohnungsbaugesellschaften verkaufen und damit dann jede Menge Kohle absahen. Das ist natürlich ultra uncool. Aber in dem Fall kann ich das sogar noch nachvollziehen. Und du hast theoretisch bis September Zeit. Meint, ja, aber warte, ich rede erstmal gerade mit dem Typen. Deep Fryer has lost his flame. See? Over there. The flame is dead cold. Without it, he won't keep his flock of wildfire long. Meinst du wirklich, es wäre so unmöglich gewesen für dich, eine Wohnung zu finden? Na, da hängt halt davon ab, wie viel kostet es halt ungefähr, wo ist halt die Wohnlage, so wird man halt auch irgendwo an Anbindung und ja, wie gesagt, Also, das ist halt. ich kann ja nachvollziehen, sag ich mal, dass du im ersten Moment sehr erschrocken warst über diese Sache, ne? Und dass du auch dann dementsprechend reagiert hast, als wäre das der Weltuntergang. Aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass du obdachlos geworden wärst. Also, auch wenn du jetzt keine Unterstützung seitens deiner Eltern bzw. deiner Mutter hättest, wäre das, glaube ich, in dem Fall keine Garantie dafür gewesen, dass du irgendwie obdachlos geworden wärst oder sonst was. Ich glaube schon, dass du es irgendwie hinbekommen hättest, eine Wohnung zu finden. Es ist natürlich, die Wohnungen werden teurer, bin ich ehrlich, klar. Und das ist natürlich auch Berlin. Es ist nochmal eine ganz andere Sache. Und du hast natürlich auch eine gewisse, wie soll ich das sagen, Voraussetzung, sag ich mal, oder andere Voraussetzung als natürlich ein normal verarbeitender, geldverdienender Mensch. Oh Gott. Okay, wie bringe ich das Wort jetzt zu Ende? Aber nee, ist in Ordnung. Ja. Aber ja, ich glaube nicht, dass du obdachlos gewesen wärst, um es einfach so auf den Punkt zu bringen. Ich kann natürlich deine Aufregung verstehen im ersten Moment, aber man muss sich auch nach so einer, wenn man sowas erfährt, dann erstmal ein bisschen besinnen und dann mal gucken, sich mal umschauen und so weiter. Ich glaube, das wäre schon alles eine machbare Sache gewesen. Du hast ja auch irgendwie damals die Wohnung gefunden, klar, unter anderen Voraussetzungen. Aber ich denke, dass das kein Weltuntergang gewesen wäre, tatsächlich. Warte, ich rede nochmal gerade mit dem, dann kannst du. Echoes of your deeds resound before you. You're known, legendary. Perhaps keep your head down if you want to keep it. Okay, Bro. War das jetzt Was? der gleiche? Was für Vergleiche? Nee, ob das jetzt der gleiche war, der Typ. Achso, ja, die sehen halt einfach alle gleich aus. Machen wir uns nichts vor, also. Ja, der Genpool bei Mad Max ist klein, aber gemein. Sagen wir Ja. es einfach mal so. Ja, nee, aber wie gesagt, ob das mit Amtlosigkeit wirklich so stimmen würde, ja.
keine Ahnung, also ich hoffe halt nicht. Also, wir werden halt sehen, wie dann halt der 9.5. dann halt ausgeht, ob ich halt diese Umweltunterstützung kriege oder nicht. Weil wenn nicht, werde ich halt beim Amt natürlich halt nochmal extra halt nachfragen, was das da jetzt die Möglichkeiten gibt, weil das kann ja dann so nicht sein, dass ich dann halt so hier mit Stock und Beutel dann dastehe und sage, ja, was mache ich jetzt? Also, irgendwas müssen sie ja dann machen, vor allem, dass ich und ich als Mitglied gekündigt habe, sondern einfach gekündigt halt wurde, wegen unvorhersehener Umstände. Ja, wie gesagt, also wenn halt erstmal den 9.5. abwarten. Und das Beste, was mir natürlich passieren könnte, wäre, wenn ich halt diese Unterstützung dann bekommen würde. Weil die Wohnung selber wäre natürlich ein bisschen kleiner als meine aktuelle. Aber halt, wie gesagt, mit Balkonien und halt mit Garten. Ja, also ich habe die Bilder gesehen. Ich finde es echt schön. Also es ist eine schöne, schöne Wohnung. Vor allen Dingen eine tolle Küche. Mit einer Kücheninsel sogar. Du wirst diese Küche, glaube ich... Oh Gott. Das ist so ich meine, ich war so, also wenn ich hab so diese Küche und ja, was soll ich damit jetzt gut großartig machen, also. Also, ja, du wirst diese Küche, glaube ich, niemals in dem Maß benutzen, wie ich das tun würde. Also, es ist nicht so, dass ich jetzt in meiner neuen Wohnung eine schlechtere Küche hätte. Das Ding ist, als Mieter, also es ist so, die Küchen in dem Haus, die werden vom Vermieter gestellt, also von uns. Und da der alte Mieter jetzt auszieht, muss die Wohnung sowieso renoviert werden. Und da kommt auch eine neue Küche rein. Und da darf ich natürlich mitentscheiden, wie die Küche aussehen wird. Und das habe ich auch bereits getan. Und ja, die Küche ist auf jeden Fall nach meinen Wünschen wird die geplant und das gefällt mir sehr, sehr gut. Das heißt, ich bin jetzt auch nicht gerade schlechter ausgerüstet, was die Küche angeht. Aber ich meine aber nur, diese Küche ist echt sehr, sehr cool. Und ich bin mal gespannt, ob du irgendwas damit anfängst oder ob du bei deinen Mikrowellengerichten bleibst. Also ich kann dann meine alte Spezialität machen, hier in der Mitte gefrorenes Hackfleisch mit Soße drüber und ja, call it a day. Also ich kann dann damit mal anfangen und dann werden wir sehen. Absolut. Nee, aber wie gesagt, das war gestern schon wirklich so ein Moment, wo so kurz zweimal gewesen hat, dachte, was ist denn jetzt los? Also, what? Ich glaube, der ist tot. Ja, das ist auf jeden Fall, Eine von diesen Sachen, wo man dann nicht direkt auch mit rechnet, ne? Du hast natürlich jetzt gedacht, du kannst jetzt erstmal problemlos längere Zeit in der Wohnung wohnen bleiben, auch so lange, bis sich das mal alles geklärt hat. Es ist natürlich immer sehr unangenehm. Aber ich denke mal, dass das schon irgendwie alles klappen wird. Oh, da fliegt ein Auto durch die Gegend. Hui! Was ist das nicht? Was? Was? Nee, Quatsch. Und was ist das? Weißt du denn, das elektrisch aufgeladene? Das ist nichts elektrisch aufgeladenes, das sind so Kisten. Da kommen mehr. Ja, ja, es ist auch gerade ein Sandsturm hier unterwegs. Also, ich glaube, in dem Gebiet, wo wir hier sind, sind sowieso mehr Sandstürme als in den anderen Gebieten außerhalb. Also gewöhn dich schon mal dran. Ach komm, schon ernsthaft? Ja, na gut, was machst du, wenn jetzt Autos halt wegfliegen, dann wäre der Ballon halt auch. Ja, aber das ist doch jetzt doof. Jetzt muss ich warten, bis der Sturm zu Ende ist und kann dann erst den Ballon benutzen, oder was? Ja, was, wie lange muss ich denn jetzt warten hier? Oder ist das hier jetzt schon der Sturm? Wird es jetzt nicht mehr schlimmer oder. Ich verstehe das nicht. Ich würde sagen, solange die Dinge noch durch die Gegend fliegen, die wir irgendwo in Deckung bleiben. Also vor allem nächste Woche habe ich ja noch die erste Wohnungsbesichtigung. Also ich hoffe echt, das passt, weil wie gesagt, die Wohnung sieht sowas von geil aus. Also vielleicht sogar besser als mit der aktuellen und vor allem Balkon und Garten. Also ja, ja. Die Frage ist jetzt. Weil du sagst Garten, das ist doch ein. Ist das ein gemeinschaftlicher Garten oder wirklich ein komplett eigener, den du hast mit der Wohnung? Na, das wäre ein komplett eigener. Weil du hast doch ein. Ist das. Wie viele Wohnungen sind denn in dem Haus, wo die Wohnung ist? Du musst ihn nochmal nachfragen. Ja, aber wieso hast du dann als einziger den Garten, wenn da mehrere Wohnungen drin sind?
Ich sag mal nach mit dem Garten, bevor ich da irgendwas falsch Also ich hab. Meine, mal unabhängig davon, also dem Haus, wo ich reinziehe, das hat ja auch einen Garten. Der wird halt, der darf halt theoretisch von allen Mietern genutzt werden. Ich meine, es juckt auch nicht, ne? Ein Garten. Außer du willst natürlich einen Nutzgarten anlegen, ist es sowieso egal. Ob du dich dann da raushockst und dann hockt sich ein anderer Mieter auch noch raus, was in den seltensten Fällen passiert. Oder nicht, ne? Also das macht jetzt auch keinen Unterschied. Ich hab jetzt gerade nochmal nachgefragt, mal gucken, wann da Antwort kommt. Aber dann kann ich mich endlich, sobald hier die Temperatur 10 Grad erreicht, halt um ohne mit dem Grill hocken und hochgrillen. Wie ein guter Deutscher. Ja, genau. Kultur aufrechterhalten. Absolut. Ja, also ist auf jeden Fall schon ganz cool. Wie gesagt, mit dem Garten, das ist halt so der einzige Pluspunkt, den du davon hast, dass du auf jeden Fall da draußen grillen kannst. Aber ich bin ehrlich zu dir, wir haben in unserer jetzigen Wohnung haben wir einen Garten draußen. Wir hatten bei der letzten Wohnung theoretisch einen Garten, den wir hätten nutzen dürfen. Wir haben den Garten fast nie benutzt. Ich glaube auch nicht, dass du ihn oft benutzen wirst. Aber es ist natürlich immer schön zu wissen, dass man sowas hat. Balkon hingegen. Balkon ist sehr, sehr geil. Gerade wenn man irgendwie, wenn im Sommer so ein bisschen so Abend schon ist und dann hockst du dich auf dem Balkon und liest ein Buch und trinkst dabei einen Kaffee oder so. Was Besseres gibt's einfach nicht. Vor allem, wenn die Temperatur 10 Grad erreicht, kann ich auf dem Balkon grillen. Also ich weiß, das ist ein Witz, aber ich weiß nicht, wie das bei euch da in der Gegend ist, aber es ist nicht überall in Deutschland erlaubt, auf einem Balkon zu grillen. Das meine ich ernst. Also wir haben immer auf dem Balkon gegrillt, das ist nicht die Frage, ob es noch erlaubt gewesen ist. Ja, weil, oh komm schon, was ist das hier für eine Scheiße? Ein bisschen verfallen, wie auch immer noch unten steht hier J für einsteigen, dann drückst du natürlich einsteigen, darfst du nicht. Warte mal, hast du jetzt aufgehört? Ja, sieht so aus, also fliegt auf jeden Fall schon mal nicht mehr. Es macht auch keine Geräusche mehr. Will das Spiel mich jetzt verarschen? Ist das jetzt so ein Troll oder so? Ja, scheint aufgehört zu haben. Ja. Pass auf, gleich wenn du einsteigst, kommt da ein riesen Trollfest auf den Ding so. Trollo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 l